die Welt brennt. Klimakatastrophen, Superviren, politische Polarisation, gläserne Menschen, künstliche Intelligenz, Gendertoiletten, Medienmafia, der synodale Weg und die Tatsache, dass wir zu weich für den Winter sind. Das Ende ist unbestritten da. Nicht für alle aus demselben Grund, aber wer wird denn da wählerisch sein? In dieser siebenteiligen Reihe erhalten Sie alle wichtigen Tipps, nicht nur um als Gewinner aus dem Untergang hervorzugehen, sondern dabei auch Ihr Glas mit Wodka oder Wasser nicht vor lauter Panik auszuschütten. Entspannt in den Weltuntergang. Ein praktischer Ratgeber. Folge 5. Stahlmänner gegen Strohmänner. Wie immer mit Ihrem Fachmann für erfolgreich erlebte Apokalyptik. Diesem Priester da. Im Anschluss an die letzte Folge hat sich vielleicht so mancher gedacht, dass es ironisch ist, wenn ein katholischer Priester über das Problem der Cancel Culture spricht. Denn schließlich hat die kirchliche Autorität in der Geschichte eine ganze Menge gecancelt, mit Hilfe der Inquisition bis hin zum Index. Und das natürlich völlig zu Recht, denn Error non habet jus, wie das alte Prinzip sagt, Irrtum hat kein Recht. Das war die Grundlage für eine ganze Reihe päpstlicher Äußerungen im 19. Jahrhundert. Und entgegen einer häufigen Behauptung hat das Zweite Vatikanische Konzil hier keine Kehrtwendung in der Lehre gemacht. Doch das führt hier zu weit. Wer sich für die Interpretation des Dokuments Dignitatis Humanae des Zweiten Vatikanums interessiert, kann einige dicke Bücher wälzen und sollte dann Professor Thomas Pink vom King's College in London lesen, um festzustellen, dass sich wohl beide Seiten des traditionellen Grabenkampfes irren. Ansonsten halte ich es hier mit Chesterton, der lange vor den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts schrieb: Im Allgemeinen ist es töricht, wenn ein Philosoph einen anderen Philosophen auf dem Markt in Brand steckt, weil sie in ihrer Theorie des Universums nicht übereinstimmen. Das ist in der letzten Dekadenz des Mittelalters sehr häufig geschehen, und es hat seinen Zweck völlig verfehlt. Aber es gibt noch eine Sache, die unendlich absurder und unpraktischer ist, als einen Mann für seine Philosophie zu verbrennen. Es ist die Gewohnheit zu sagen, dass seine Philosophie keine Rolle spielt. Ideas matter. Ideen haben Konsequenzen. Mit dieser absolut richtigen Überzeugung ist einst die Inquisition angetreten und trotz Schwerpunkt auf Predigt und Überzeugung durch das Wort, später in Zusammenarbeit mit dem Staat bisweilen den leichteren, aber eben dekadenten Weg des Scheiterhaufens gegangen, um Chestertons Ausdruck zu verwenden. Doch bevor sich der moderne Mensch empört über die mittelalterlichen Methoden, sollte er kurz innehalten und sich an die letzte Folge erinnern. Gefeuert werden Menschen, die unliebsame Meinungen vertreten, auch heute und Schlimmeres. Nur erhalten die heute Geächteten kein Verfahren, sondern nur den Urteilsspruch eines selbstgerechten Mobs. Der Grund dafür ist ein einfacher, den man neuerlich in Anlehnung an Chesterton so formulieren könnte: Auf Glauben folgt nicht Unglaube, sondern Aberglaube. When a man stops believing in God, he doesn't believe in nothing. He believes in anything. Wenn die Zerstörung des Lebens eines anderen in den meisten Fällen nicht die ideale Lösung ist, weder für fanatische, verirrte Kirchenmänner im 14. Jahrhundert, noch für die hysterisch kreischenden Vertreter der Wokeness unserer Zeit, dann muss ein anderer Weg gefunden werden. Er heißt nicht Relativismus, den hat man schon erfolglos versucht, er heißt Toleranz. Wobei Toleranz nicht dasselbe ist wie das, was heute oft unter diesem Begriff verstanden wird. Wer toleriert, jubelt nicht über die bunte Pluralität der Meinungen. Nein, er tut das, was das Wort im Lateinischen bedeutet: tolerare, ertragen. Der Tolerante erträgt etwas. Er erträgt etwas in konkreten gesellschaftlichen Umständen für das Gemeinwohl, für die öffentliche Ordnung, weil ansonsten in bestimmten pluralen Gesellschaften der Verlust wichtiger Gemeingüter drohen könnte. Der Tolerante gibt die Wahrheit, die er erkannt hat, nicht auf. Dem Irrtum verleiht er kein anerkennendes Daseinsrecht. Aber er erträgt das, was in seinen Augen Irrtum ist. Er toleriert es. Dies ist keine moderate Ansicht, an die sich die Kirche nach ihrem Machtverlust gewöhnen musste. Sie findet sich nicht nur bei denselben Päpsten des 19. Jahrhunderts, die schon erwähnt wurden, wir finden den Gedanken bei Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert und vor ihm bei Johannes Chrysostomus. Und auch damals war der Gedanke nicht neu, denn im Grunde stammt er aus dem Gleichnis Jesu vom Weizen und vom Unkraut, dass beides auf dem gleichen Acker wächst. Man kann das eine nicht immer entfernen, ohne dem anderen zu schaden. Man muss sich bis zur Ernte gedulden. Die christliche Religion hat also ein Rezept für plurale Gesellschaften. Es heißt Toleranz. Kein Ideal nach ihrer Sicht, aber ein praktisches Gebot für konkrete Umstände. Die modernen Kämpfer für Social Justice ähneln in dieser Hinsicht hingegen eher fanatischen Dschihadisten, bereit, die Ungläubigen zu töten, wenn nicht körperlich, dann wenigstens sozial, durch Ausstoß aus der Gesellschaft und dem Leben.
Und wer kann ihnen das übel nehmen? Schließlich ist das nicht allzu weit vom Geist der Französischen Revolution, deren aufgeklärtes, aber selten voll zitiertes Motto lautete: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Humor oder Tod. Und wer dann alles den Tod verdienen sollte im Namen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, sah man, als die Revolution nicht nur begann, ihre Kinder, sondern auch ihre Eltern zu fressen. Wie gesagt, das kann nicht der Weg sein. Wir müssen einander ertragen. Doch weil die Ideen, die wir für wahr halten, Konsequenzen haben und Toleranz, wie gesagt, nicht die Aufgabe von Wahrheit bedeutet, bleiben ernster Dialog und aufrichtige Auseinandersetzung geboten. Dabei sind folgende Dinge wichtig. Erstens Wohlwollen. Ohne Wohlwollen wird das Gespräch keine gute Wendung nehmen. Denn das Ziel kann nicht sein, den anderen zu besiegen, sondern ihn zu gewinnen. Zweitens Zuhören. Was Zuhören ist, muss ich niemandem erklären. Dass es oft schwierig ist, vermute ich auch nicht. Denn gerade wenn uns eine Position absurd vorkommt, ist es schon mühsam, einen Text langsam und genau zu lesen oder einen anderen bei seinen Ausführungen nicht zu unterbrechen. Aber Zuhören ist die erste Frucht des Wohlwollens. Es verlangt von mir so viel Empathie, dass ich versuchen will, wenigstens zu verstehen, was jemand sagt und vielleicht, warum er es sagt. Als drittes Rückfragen zur Klärung, ob man die Position des anderen verstanden hat. Und dann kann man versuchen, diese Position zu wiederholen, um dem anderen die Möglichkeit zu geben, zu präzisieren. Das ist ebenfalls mühsam, weil man oft das Gefühl hat, schon nach zwei Sätzen des anderen genau zu wissen, auf was er eigentlich hinaus will und wo unserer Meinung nach der Fehler liegt. Doch das Rückfragen gibt dem anderen nicht nur das Gefühl, ernst genommen und verstanden zu werden, sondern hilft uns auch, den vierten und nächsten Punkt umzusetzen. Stahlmänner statt Strohmänner. Der Strohmannfehler besteht darin, dass wir gegen das schwächste Argument des anderen angehen oder gegen die schwächste Fassung des Arguments, die wir daraus machen können. Das macht den Sieg in der Diskussion einfacher, aber gewinnen wird man den anderen dadurch nicht. Auch keinen Dritten, der interessiert daneben steht und prüfend zuhört. Man sagt, es war eine der besten Eigenschaften des großen Thomas von Aquin, dass er die Argumente seiner Gegner nicht zu Karikaturen machte, zu Strohmännern, sondern eher die Position seiner Kontrahenten stärker formulierte, als es manchmal diese selbst vermocht hätten. Das Beste ihrer Argumente in seiner besten Form versucht er dann im Anschluss zu beantworten. Stahlmänner statt Strohmänner also. Diese vier Punkte sind wichtig für ein wirklich fruchtbares Gespräch. Und wir können daraus folgern, dass diese Art von Gespräch nur möglich ist, wo wir uns Zeit nehmen und eine persönliche Basis schaffen. Im Kontext einer Twitter-Triade, einer Facebook-Beflegelung und eines Kommentarspaltenkriegs, die wir auf dem Heimweg von der Arbeit mit zwei Daumen in das Handy hämmern, ist das wenigste davon gegeben. Weder uns noch dem anderen wird es bei diesen Reaktionen um Wahrheitsfindung gehen. Wir teilen meist nur Emotionen, machen uns Luft, wollen Frust artikulieren oder wir suchen nach Aufmerksamkeit, nach Likes, nach schnellen Punkten über Gegner. Wir tun es, andere tun es. Und das ist der Grund, warum es in der Regel besser ist, seine Zeit nicht damit zu verschwenden. Aber sogar dort, wo sich ein wertvolles Gespräch entspinnt, wo man sich Zeit nimmt, persönlichen Kontakt pflegt und versucht, nach den genannten Regeln einen fruchtbaren Dialog zu führen, steht am Ende nicht immer die Einigkeit in allen Dingen. Manchmal, wie uns scheint, wieder bessere Vernunft. Doch Überzeugungen, die wir in uns tragen, haben nicht nur ein rein logisches Fundament. Ein Syllogismus kann schlüssig sein, das Hirn mag ihm folgen, doch das Herz kann nicht. Wenn beispielsweise ein Muslim erkennt, dass der Koran kein perfektes Werk ist, das seit seinen Anfängen unverändert geblieben wäre, dass Mohammed kein perfekter Mensch war und sein Leben im 7. Jahrhundert für uns nicht als Beispiel dienen kann oder darf, so ist diese Erkenntnis keine, die einfach eine ältere Überzeugung ablöst. Ideen haben Konsequenzen. In diesem Beispiel kann das Verhältnis zur ganzen muslimischen Großfamilie sich ändern. Eine Familie, die mich liebt und die ich liebe, die aber meinen Sinneswandel nicht versteht, die mich vielleicht nicht mehr als Sohn anerkennen will, mich ausstößt oder sich enttäuscht zurückzieht. Und das betrifft nicht nur Fragen der Religion. Meine sich wandelnde Überzeugung zum Klimawandel, zu Covid-Maßnahmen, zum Impfzwang, zu politischen Parteien, zu Krisenmanagement, zu staatlichen Handlungen kann, egal in welche Richtung sich die Überzeugung wandelt, je nach meinem persönlichen Umfeld mit sozialen Kosten einhergehen. Sozialen Kosten, die ich bei einer Änderung meiner Meinung zahlen muss.
Es kostet mich in der Regel etwas, meine Meinung in einer Sache zu ändern, auch in meinem Umfeld. Und das macht es zwar nicht weniger richtig, nach neuen Einsichten die Meinung zu ändern, aber emotional eben bisweilen schwerer. Aus diesem Grund sind die vier genannten Grundlagen für ein fruchtbares Gespräch mit einer fünften Haltung zu ergänzen. Geduld. Ungeduld gehört für mich zu meinen größten Schwächen und darum sind nicht weniger meine eigenen Gespräche und digitalen Wortwechsel unfruchtbar für den anderen und frustrierend für mich geblieben. Manchmal, weil ich die oben genannten Regeln verletzt habe, aber auch, wenn ich meinte, meine Argumente seien schlüssig und ausreichend geduldig vorgetragen, dann muss ich auf die Aufnahmefähigkeit des anderen achten. Es kann mein Wunsch sein, in 3 Stunden ununterbrochenen Redeflusses dem anderen den ganzen katholischen Kosmos zu erklären, darin noch Antworten auf 100 nicht gestellte Einwände hineinzupacken und dann erwartungsvoll den anderen anzusehen, der schon nach 10 Minuten ausgestiegen ist. Auf diese Weise wird man aber nur sehr wenig erreichen. Völlig egal, ob man Recht hat oder nicht. Mein eigener und fortdauernder Kampf gegen die Ungeduld kommt immer wieder auf einen Punkt zurück. Gott ist unglaublich geduldig. Das sehe ich daran, dass er mich in meinem Leben schon geduldig aus mancher Sackgasse herausgeführt hat, in die ich zielstrebig hineingelaufen war. Und er mich auch nicht verworfen hat, obwohl in all den Jahren Ungeduld mehr als einmal auf meinem Beichtzettel stand. Wenn Gott mit mir geduldig ist und meine Ungeduld ohnehin nichts Fruchtbares bewirkt, dann muss ich mich in Geduld üben. Ich muss dem anderen die Zeit geben, die Gott auch mir jeden Tag wieder zur Umkehr und Einsicht schenkt. Die Gleichnisse, die Jesus für das Himmelreich und das geistige Leben gibt, sprechen nicht von augenblicklichen Zuständen, sondern vom Wachstum des Weizens, von einer Saat, die aufgeht, vom Sauerteig, der den Rest durchsäuert, vom Vergeben 7x77 Mal und daher von der Möglichkeit zur Umkehr 7x77 Mal. All das braucht Zeit. Milch und dann Fleisch, empfiehlt Paulus, wie es der Nahrung des heranwachsenden Menschen entspricht. Die Jünger Jesu wollten Feuer vom Himmel haben, als man an einem Ort ihre Botschaft, die Botschaft Jesu, nicht hören wollte. Die hatten ihre Chance, jetzt ist es vorbei. Jesus hat sie scharf zurechtgewiesen. Wie oft haben die Jünger gestritten darüber, wer von ihnen der Größte sei, und wie oft hat ihnen Christus geantwortet, dass wahre Größe nicht in einer Machtdemonstration liegt, sondern im demütigen, geduldigen Dienst. Dieser Dienst schließt klare Worte oder auch Sanktionen nicht aus. Gerade für jene, die Verantwortung für andere tragen. Eltern kennen das. Und auch die Hirten der Kirche kennen es oder sollten es kennen, wenn sie ihre Seelen retten wollen. Aber diese Dinge dürfen nie eine Abkürzung sein und damit Frucht der Ungeduld. Sie müssen von der Prudenz, also von nicht rein menschlicher Klugheit geboten sein. In der kommenden Reihe über das Papsttum, ich arbeite immer noch daran, aber nicht mehr lange, werden wir uns die Gestalt von Petrus näher ansehen. Ihn, der in einem Moment Christus bekannte und im nächsten Moment Gottes Plan verhindern wollte. Ihn, der in einem Moment bereit war, mit Christus zu sterben und ihn im nächsten Moment 3-mal verleugnete. Ihn, den Jesus 3-mal fragte, liebst du mich? Und ihn zum Hirten über seine Herde setzte. Warum? Weil Petrus durch sein eigenes Versagen dank Jesu geduldiger Führung Demut gelernt hatte. Weil Petrus, der das Kreuz hatte verhindern wollen, die zurechtweisenden Worte Jesu, du willst nicht, was Gott will, sondern was die Menschen wollen, erschüttert und verändert haben. Und wir sehen dies später im Wirken des Prinzen der Apostel. Nicht allen seinen Nachfolgern waren seither diese Qualitäten zu eigen. Wer Macht besitzt, ist leicht versucht, den schnellen Weg der Macht zu gehen. Und wie Petrus unmittelbar nach seinem Bekenntnis, kann er dabei die höchsten Ziele verfolgen. Herr, dieses Übel soll nicht geschehen. Doch kann es sein, dass auch dem, der so mit bester Absicht handelt, einst die Worte gelten werden, hinter mich, Satan, du willst nicht, was Gott will. Siege, die wir meinen, für Gott zu erringen, können Pyrrhus-Siege sein. Wir können meinen, dass die Vernichtung des anderen Gott einen rechten Dienst erweist. Und doch bleibt die Frage, ob das Anzünden derer, die nicht die gleiche Meinung teilen, nicht tatsächlich einer Dekadenz geschuldet ist und seinen eigentlichen Zweck letztlich verfehlen wird, wie Chesterton schreibt. Denn wie wir durch den ungeduldigen Eifer des Petrus lernen, der Wille Gottes ist nicht der Wille der Welt. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Die ungeduldige Abkürzung des Weges durch den Einsatz von Macht, auch einer Macht, die wir uns erarbeitet haben oder die uns durch Amt und Würde wirklich zustehen kann, muss sich in unserem Glauben nicht an menschlicher Weisheit messen, sondern an der Torheit des Kreuzes.
Das Christentum stellt die Welt auf den Kopf. Die Ersten werden die Letzten sein. Wer das Leben sucht, wird es verlieren. Wer stirbt, wird leben. Demütige Geduld bewirkt fast immer mehr als eine Demonstration von Macht. Universum.